Auch wenn das Wetter draußen noch eher an den Herbst erinnert, so gibt es im Oder-Center Schwedt schon einen Vorgeschmack auf den Frühling. Grund ist die aktuelle Aktionswoche Natur grenzenlos. Gemeinsam mit dem Nationalpark Unteres Odertal und vielen Nationalparkpartnern holt sich das Einkaufscenter die Wunder der Natur in die Ladenstraße. Nicht nur den Älteren soll das Einkaufen angenehmer gemacht werden, sondern auch den Kindern soll die Einzigartigkeit der Natur so näher gebracht werden. Besonders gut gelingt dies mit dem Maskottchen des Nationalparks. Im Gespräch erklärt es uns, was sich die Veranstalter von der Aktionswoche erhoffen. Unter dem Motto Natur grenzenlos werden wir heute hier alle möglichen Angebote rund um das Thema Natur vorstellen. Und dabei geht es vor allen Dingen um das, was die Menschen in diesem Sommer oder in dieser Saison erleben können. Nicht nur im unteren Odertal, sondern überhaupt in der Natur. Einer der Aktionspartner ist das Naturerlebnis Uckermark aus Prenzlau. Auch sie präsentieren ihre Angebote mit einem Stand und locken dabei den Forscher in den Kindern hervor. Unter dem Mikroskop können sich Interessierte Kleinstlebewesen betrachten, die sie zuvor aus einem Teich fischen müssen. Mit Hilfe einer kleinen Lehrhilfe soll dann das Tier bestimmt werden. Dies gelingt mal mehr und mal weniger gut. Doch müssen die Kinder gar nicht alle Teichbewohner kennen. Oberstes Ziel vom Naturerlebnis Uckermark ist die Umweltbildung. Und so gehen die Teenies oft etwas klüger, als sie gekommen sind. Für die meisten Besucher im Oder-Center sind solche Aktionswochen ein angenehmer Nebeneffekt beim Einkaufen. Sagt mal, hier im Oder-Center sind immer ganz verschiedene, viele Aktionen. Ist da was für euch auch dabei? Ja, sehr viel. Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen eingekauft und ja, also Schuhe und Sachen wie beim Kolosseum und ja. Ja, wenn jetzt so wie heute oder jetzt die Woche hier so eine Aktionswoche ist mit Natur, interessiert euch sowas auch? Naja, es geht so. Ist das ein Grund, hier mit einzukaufen? Ja, kommt immer drauf an. Manchmal ist es viel zu viel. Natürlich, wieso nicht? Und jetzt die aktuelle Ausstellung mit Natur erleben. Ist das interessant, wenn man durchs Oder-Center geht oder kennt man das schon alles als Uckermärker? Nein, das kennt man nicht alles, aber ist schon interessant, ne? Vor allen Dingen wird ja auch die Jugend mal ein bisschen daran geführt. Man hat ja gesehen, wie die Kinder sich gefreut haben heute da. Ist das auch ein Grund, mit ins Oder-Center zu kommen? Ja, manchmal ja. Oder ist manchmal eher gar nichts für Sie so dabei? Was interessiert Sie denn so an Aktionswochen hier? Naja, bei Argo war jetzt oder ist im März was. Man kann sich schon jeden zweiten Monat was raussuchen. Für das Maskottchen und die Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung ist es eine gute Möglichkeit, Schwedern, Uckermärkern und vielen Besuchern die Vielfalt der Natur etwas näher zu bringen. Die unterschiedlichen Partner unterstützen den Nationalpark dabei tatkräftig. Also wir haben viele Partner, zum Beispiel den Zoo Eberswalde haben wir hier, wir haben auch den Anglerverein. Verschiedenste Partner bieten ihre Angebote an und wir wollen natürlich auch, dass viele Menschen den Nationalpark besuchen, sehen, was in der Natur so los ist, was wir hier vor unserer Haustür haben. Wer also jetzt schon etwas Frühling erleben will, ist im Oder-Center zu den regulären Öffnungszeiten herzlich willkommen. Die Nationalparkverwaltung und ihre Partner freuen sich auf ihren Besuch.